Hallihallo und willkommen zum Spiel gegen Leverkusen mit unserer Eintracht. Wie ihr seht, wir sind zurzeit Vierter. Die letzten Spiele nochmal zur Erinnerung. Richtig gut gegen Frankfurt im Derby 4-0 gewonnen. Gegen Wolfsburg auch immerhin 1-0 gewonnen. Haben auch, wie man sieht, recht früh das Tor geschossen mit der roten Karte. Das Ergebnis auswärts gehalten. Aber die Wolfsburger sind ja unsere Lieblingsgegner. Gegen die Berliner dann ja in den letzten Minuten noch durch ein Eigentor das Spiel gewonnen. War nicht allzu berauschend. Und jetzt geht es weiter gegen Leverkusen. Was gibt es sonst noch Neues? DFB-Pokal-Auslosung gab es. Wir müssen gegen Nürnberg ran. Ja, und mit diesem kleinen Vorwort würde ich sagen, schauen wir uns mal an, was bei den Leverkusenen so zurzeit geht. Die spielen nämlich relativ konstant oder haben es zumindest getan. Zwei Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden. Ja, kann man mit leben. Das letzte Spiel aber relativ haushoch verloren gegen Schalke. Aber trotzdem ein guter Kader. Wir können ja mal schauen. Spahic ist natürlich sehr, sehr tackle-stark, aber nicht unbedingt kopfballstark. Für Toprak gilt eigentlich das Gleiche. Vielleicht sollten wir über die Flügel spielen. Jedway auf der Außenbahn. Ja, auch nicht allzu kopfballstark. Und vor allen Dingen recht jung. Vielleicht dann auch noch ein bisschen anfällig. Wendell auch eher offensiv stark als defensiv, zumindest wenn es hier ins körperbetonte Spiel geht. Tackling ist trotzdem einigermaßen gut. Dann haben wir hier Bender, der auf der 8 steht. Der wird wahrscheinlich relativ defensiv stehen. Während Castro ein bisschen offensiver vielleicht spielt. Wen haben wir denn hier noch? Julian Brandt links, der wird defensiv auch nicht allzu stark auftreten können. Und Bellarabi ist jetzt auch nicht das Zweikampfmonster. Von daher denke ich mal, haben wir da ganz gute Chancen, mit unserem Ballbesitz so ein bisschen durchzukommen. Na, auf jeden Fall, was mich am meisten freut, ist, dass unser Balanta wieder fit ist. Dann haben wir Hasebe, der auch zumindest wieder spielen darf. Tommy Ohr ist wieder fit und Meier wird so langsam wieder heile. Und das ist eigentlich eine recht gute Entwicklung hier. Entschuldigung. Ja, wie lassen wir jetzt spielen? Ich denke mal, wir werden die Aufstellung hier gerade so, wie sie ist, beibehalten. Wir werden jetzt hier nicht irgendwie großartig Leute... Na, Anderson hat sich im letzten Spiel verletzt, deswegen werde ich wahrscheinlich für Anderson den Balanta reinholen. Und Balanta ist ja einigermaßen schnell, was man von Strandberg nicht so sagen kann, deswegen was haben wir denn hier, unsere beiden, ja, lassen wir den Balanta hier auf der Rückendeckung, das passt dann schon so. Und ansonsten bleiben wir einfach mal bei der Aufstellung, hat die letzten Spiele geklappt und hoffen, dass es wieder klappt. Wir haben viele verletzte, gesperrte Spieler, wie auch immer, auf der Bank sitzen, die wir notfalls einwechseln können, denen wir auch wieder ein bisschen Spielpraxis geben können. Ja, und wie machen wir jetzt die Anweisung? Wir spielen ja... Ja, ich würde einfach mal sagen, der Drimmitsch auf jeden Fall, der spielt halt ein bisschen weiter hinten. Den sollte man daher eigentlich schon ein bisschen mehr antackeln, ja. Also das Spiel ist ja wahrscheinlich über die Flanken auf Kießling köpfen oder ein bisschen mit Drimmitsch kombinieren, dass der halt, der ist ja ein bisschen spielstärker. Zumindest spielstärker als Kießling. Aber wenn wir den unter Druck setzen, bekommen wir von dem wahrscheinlich recht gut den Ball, denn er ist ja kein Techniker. Dann würde ich sagen, sollten wir die beiden Außenbahnen, Bellarabi und Brandt, genauso wie auch Wendell, immer hart tackeln und pressen, damit halt da nicht zu viele Flanken kommen. Über den... Oh, Jedwai spielt jetzt doch in der Innenverteidigung. Und Ankersen spielt rechts. Wo kommt er denn her? Der kommt von
überall so ungefähr. Der hat bei Leipzig, bei Salzburg hat er ja richtig gute Leistung gebracht. War wohl ein Schnapper. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Den sollten wir. Der kann vor allen Dingen. Der spielt ja sogar hier im Sturm da vorne irgendwie. Naja. Da der Herr Ankersen da spielt, sollten wir den dann vielleicht auch nochmal tackeln. Und dann möchte ich. Die spielstarken Spieler sind auf der Außen, deswegen möchte ich die Außenverteidiger dazu zwingen, nach innen zu spielen. Ankersen also auf links und Wendell auf rechts. Denn dann. Oder was heißt nach innen zu spielen? Ja, halt nicht mit dem starken Fuß reinflanken können oder halt keine langen Bälle an der Grundlinie spielen. Irgendwie so soll die Idee sein. Auf der Bank eigentlich nur. Ja, vor dem müssen wir wahrscheinlich nicht so die Angst haben. Dominik Kor ist gar nicht mal so schlecht, der Junge eigentlich, aber vor dem müssen wir auch keine Angst haben. Çalhanoğlu ist wahrscheinlich auf der Bank der einzige Offensivspieler, der uns gefährden kann. Ja, bei den Leverkusener fehlt da so ein bisschen das Durchsetzungsvermögen vorne dann. Ja, zeigt mir mal die Revanche. Und Strandberg. Dich motiviere ich nochmal extra. Babacar. Dich auch. Bei dir scheint es wohl nicht zu wirken. Und dann schauen wir uns mal das Getümmel an. Ausnahmsweise mal wieder in 3D. In letzter Zeit doch mal ein bisschen mehr angeschaut hier wieder. Und da hat Balanta schon mal nach 18 Sekunden die erste gute Aktion rausgehauen. Nachdem da vorher wahrscheinlich ziemlich viel schief ging, so wie der da einfach durchkam. Und da war eindeutig mehr drin. Das war eine richtig, richtig gute Torchance für uns. Die hätte man eigentlich reinmachen müssen. Aber immerhin haben wir die Torszenen. Stendera, wieder schöner Pass auf Babacar und wieder nicht im Tor. Mensch, Herr Babacar, Sie sind zwar neu, aber als Torjäger darf man auch, wenn man neu ist, klare Torchancen verwandeln. Weil, naja, so klar war die jetzt nun nicht, aber man darf sie halt trotzdem machen. Weigel mit einem wichtigen Kopfballduell, das er da gewonnen hat. Wieder ein Torschuss für uns. Scheint. So, als ob wir doch einigermaßen hier am Dominieren sind. Aber bis auf. Ja, die Chancenverwertung ist gerade nicht so toll. So ein Türchen hätte schon gut drin sein können. Unser Pressing funktioniert gut. Ballverlust. Babacar hat den abgelaufen. Und was macht er jetzt? Verliert ihn. Stendera passt auf. Jetzt nochmal einen weiter nach rechts spielen. Ne, nach Babacar in die Mitte. Stendera und gut gehalten von Leno. Ja, die Leverkusener haben halt auch einen Torwart, der Fußball spielen kann da hinten drin. Trapp mit dem langen Abstoß auf Babacar. Das ist ja. Uha, das wäre traumhaft gewesen. Eigentlich bin ich ja von diesen langen, geraden Bällen. Ja. Bellarabi mit dem 1-0 für Leverkusen. Da hat irgendwas in der Zuordnung nicht gestimmt. Jetzt nochmal die Wiederholung. Kopfballduell so mehr oder weniger gewonnen, aber da geht halt keiner ran. Die machen ihm alle Platz. Halt, ist halt auch relativ zentral auf Mann geschossen, aber da kann man dem Torwart halt trotzdem keinen Vorwurf machen. Jungs, ich würde mich freuen, das hat doch bis jetzt so gut geklappt, wenn ihr euch mal hier wieder zusammenreißt. Sehr schön hier zu sehen, die Schüsse. Wir waren so weit voraus und jetzt haben die Leverkusener gut aufgedreht. Die werden wahrscheinlich irgendetwas an ihrer Taktik geändert haben, weil die gemerkt haben, dass das am Anfang nicht klappt. Da müssen wir vielleicht mal zur Halbzeit schauen, was da besser sein könnte. Ich erwarte erstmal eine enorme Leistungssteigerung. Dann schauen wir uns mal schauen wir uns erstmal unsere Schlamassel hier an und sehen, Stendera
Und Flum mit einer guten Leistung. Inui ist ja mal überhaupt gar nicht im Spiel. Aigner auf der anderen Seite schon um einiges mehr. Kinzombi mit einer unterirdischen Passquote. Da müssen wir gleich uns das mal anschauen. Wie sieht es denn bei den Leverkusenern aus? Bei den Leverkusenern, da macht Wendel relativ viel. Herber ist wohl ziemlich linkslastig, beziehungsweise Leverkusen linkslastig, bei uns rechtslastig. Wie sieht es denn bei uns noch so aus? Ja, wir hatten halt gute Chancen und haben sie nicht verwandelt. Ich glaube, das ist gerade so das Hauptproblem. Starten wir mal die zweite Halbzeit. Gehen währenddessen aber mal in die Taktik rein. Und ja, wen haben wir denn eigentlich, der links spielen kann? Wir hätten Nick Powell, der da notfalls sind könnte. Hasebe ist eigentlich nicht dafür geeignet. Aigner könnte nach links gehen. Wir könnten ja mal versuchen, einfach nur die beiden zu tauschen. Vielleicht hat das ja mal einen positiven Effekt auf den Flügelspiel, denn bisher ging ja ziemlich viel durch die Mitte bei uns. Da hättest du nochmal querlegen können. Hat er vielleicht ja sogar versucht und wurde nur geblockt. Kopfballduelle gewonnen. Leider kein Tor. Aber ein schöner Standard. Balanta wieder mit einem guten Ballgewinn. Wieder schnell der Pass in die Spitze. Babacar alleine gegen alle. Versucht es selber, geht durch, schießt und Leno ist wieder da. So langsam bräuchten wir mal das Tor. Wir sind ja die klar bessere Mannschaft. Ich möchte deswegen taktisch auch gar nicht unbedingt was ändern, denn es fehlt einfach gerade nur das Tor. Deswegen wechseln wir jetzt mal. Cutlack geht in Sturm und rechts auf den Flügel kommt Nick Powell statt Inui. Machen wir nochmal eine Teamansprache, wo wir mehr fordern. Und dann hoffen wir mal, dass die Jungs sich jetzt mal hier zusammenreißen und nochmal ein Türchen schießen. Ich stelle auch mal auf Angreifen um, ein bisschen offensiver. Denn so langsam wird es echt eng hier. Wir sind ja zurzeit eigentlich, oh, der Strandberg sieht nicht mehr ganz so fit aus. Lassen wir den Russ nochmal ein bisschen rein. Wir sind einfach die klar bessere Mannschaft. Aber die Kugel geht halt einfach nicht ans Tor. Babacar hat ein, zwei gute Chancen liegen gelassen. Und die anderen, ja, gingen halt einfach nicht rein. Cutlack ist jetzt auch... Cutlack ist ein bisschen alleine da vorne meistens, auch genauso wie Babacar zuvor. Die müssen halt öfter mal schießen. Aber jetzt Dendera mit dem Freistoßtor. Sehr, sehr gut dieser Zeitpunkt nochmal am Ende. Zumindest das Unentschieden. Vielleicht geht ja noch mehr. Aber ich glaube, den hätte Leno eigentlich halten müssen, oder? Also, ja, eigentlich hätte er den halten müssen. Es ist... Dendera schießt sie einfach zu gut. Ja, daran wird es gelegen haben. Und ich denke mal, das war dann auch die letzte Aktion, die wir gesehen haben. Ja, gehen mit einem Unentschieden aus dem Spiel raus, hätten auf jeden Fall noch viel, viel mehr haben können, wenn wir unsere Chancen genutzt hätten. Ja, bin ich unzufrieden. Wir waren ja schon gegen Leverkusen Außenseiter. Aber so wirklich stolz auf die bin ich auch nicht. Ich versuche es einfach mal mit einem "Ich bin unzufrieden" und es hat funktioniert. Denn wirklich zufrieden, so wie das Spiel gelaufen ist, kann man damit denn doch nicht sein, wenn man so schlecht mit den Chancen umgeht. Übrigens kommen jetzt auch die ganzen Scout-Berichte rein. Wir haben ja in der letzten Folge am Scouting sehr, sehr viel gearbeitet.
Ja, einen Spieler, der von Manchester City geliehen ist, den werden wir uns wahrscheinlich nicht leisten können. Ich schaue auf die Scout-Berichte zurzeit auch nicht allzu sehr, da die einfach irgendwie doch noch erst in Gange sind und man so mit 60, 70, 80% Kenntnisse über der Spieler ja nicht unbedingt sagen kann, den kaufen wir uns jetzt unbedingt. Wir sehen das hier sehr schön. Immer diese. Wenn ich jetzt hier den Brian David anschaue, wir sind, oh, bei dem haben wir jetzt 100%. Aber da stehen zu viele Fragezeichen, ist die Frage, was hat er denn? Ja, die Fragezeichen sind, sie wollen ihn nicht verkaufen. Geld regiert die Welt, sage ich dazu nur. Er hat Angst vor in Zweikämpfe zu gehen. Gut, der ist Stürmer, da stört mich das nicht. Er ist noch nicht ganz so professionell, der ist 15, da kann man noch dran arbeiten. Ja, seine derzeitigen Fähigkeiten sind nicht so toll, das interessiert mich nicht. Hat aber anscheinend viel Potenzial und diese beiden Dinger hier gefallen mir besonders gut. Hat vor allen Dingen auch nur noch wenig Probleme, sich damit in einem anderen Land einzuleben. Das ist dann auf jeden Fall mal jemand. Da kann man mal eine Anfrage starten und mal irgendwie gucken, ob da was zurückkommt. Ja. Und ansonsten eigentlich so wirklich in Kaufrausch können wir ja eh nicht verfallen, da uns das Geld dazu fehlt, wie wir letztes Mal festgestellt haben. Mehr Transfereinnahmen reinvestierbar, das ist schön. Wir haben aber zurzeit, glaube ich, keinen Spieler, den wir wirklich verkaufen können. Außer Rosenthal. Schauen wir uns einfach mal an, was hier noch so reinkommt. Scouting-Updates. Will Hughes, auf jeden Fall ein guter Fußballer, werden wir uns dieses Leben aber nicht mehr leisten können. Gilt in der Regel für die meisten Spieler von der Insel, was die Engländer da immer verlangen. Die verdienen viel zu viel mit ihren Fernsehgeldern. Da können wir eh nicht mithalten. Ja, das Angebot für David wird abgelehnt. Ich denke mal, das ist ein Fall von. Den müssen wir mal irgendwie dazu bekommen, dass er unzufrieden wird, damit er zu uns kommt. Aber, ja, mal schauen. Vielleicht finden wir ja noch andere Spieler. Alles immer nur Hypothesen, gerade wenn man hier. Stendera, 11 der Woche mit dem Freistoßtor. Ohne das Tor wäre er wahrscheinlich auch nicht über den Durchschnitt unserer Mannschaft gekommen. Hat zwar zwei, drei gute Pässe gespielt, aber es reichte halt eben auch nicht zu mehr. Ich weiß gar nicht, hier Blind, den sind wir gerade dabei zu beobachten, daher bekommen wir die News. Scheint ein ganz guter Sechser zu sein. Kommt wahrscheinlich aus irgendeiner französischen U-Irgendwas-Mannschaft. Kinzombi. Ja, der entwickelt sich gut. Das sieht man hier auch. Der Junge, der wird immer besser. Und das gefällt mir. Kein Platz für Cutlack. Das ist schade. Vielleicht könnten wir Cutlack ja jetzt gegen Schalke, werde ich den dann von Anfang an spielen lassen. Vielleicht will der sich jetzt ja nochmal richtig den Arsch aufreißen auf gut Deutsch, um wieder in den Kader reinzukommen. Ja, Brian David, den kennen wir ja. Özil ist nicht im Deutschlandkader. U19-Kader. Da können wir uns ja mal hier, wer ist denn der Nassiri vom Jung PSV mittlerweile? Ja, es gibt halt viele gute deutsche Spieler, aber wir können uns eh gerade nichts leisten. Da bringt uns auch das ganze Sabbern nach guten jungen Spielern gerade nichts. Deutschland Gruppenauslosung. UEFA Champions League. Bayern München darf gegen Zenit Sporting und Beşiktaş ran. Sind wahrscheinlich alles drei keine einfachen Gegner, aber dafür auch alles drei schlagbare Gegner, wo man nicht sagen kann, man gibt sich mit einem zweiten Platz zufrieden. Hier einen, ja, was ist denn mit dem Jungen los? Der
Bisschen Technik, bisschen passen und ein bisschen mental und körperlich ist der ja. Puh. Einmal pusten und der kippt um und laufen kann er auch nicht. Ein Angebot für Zumak. Wollen wir den Zumak überhaupt verkaufen? Eigentlich wollen wir den gar nicht verkaufen. Dann haben wir ja keinen Ersatztorwart mehr. Haben wir noch einen U19er Torwart? Angebot ablehnen. Wir wollen ja den Zumak doch nicht verkaufen. Irgendeinen Ersatztorwart brauchen wir ja. Ja, und alle Spiele werden verlegt, weil sie Euroleague spielen. Aber wir nicht. Ach Mensch, vielleicht ja diese Saison. Also nächste Saison und diese Saison die Qualifikation. Jetzt erstmal Bundesliga auswärts gegen Schalke. Auswärts und gegen Schalke. Ich glaube, damit werde ich mich nie anfreunden können. Lukas, Probleme beim Trainerlehrgang. Ja, ist Pech. Sie wollen Larabi ausleihen, Innenverteidiger, Franzose. Kann man sich, wollen wir uns so einen Spieler mal leihen? Ein Verteidiger wird bei uns wahrscheinlich eh nicht spielen. Wir haben viele gute Verteidiger. Gehalt würde er uns aber kosten. Na, lassen wir erstmal die Finger dabei. Mustafi fühlt sich durchs Interesse von Chelsea geschmeichelt. Ja, Mustafi ist auch ein guter Verteidiger. Kann man nichts anderes zu sagen. Macht immer seinen soliden Job da. Aber für uns auch unbezahlbar. Schalke mit einem. Ja, wollen wir es mal 4-3-3 nennen. Mit einer hängenden Spitze, der Meier oder wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal. Oh, ich sehe gerade, unsere Bilanz ist sehr gut gegen die Schalker. Zwei Spiele, zwei Siege in der letzten Saison. Oh, mit Glück bleibt das ja so, wa? Was wechseln wir? Auf jeden Fall kommt Alex Meyer wieder auf die Bank statt Rosenthal. Katlek ist traurig, weil er nicht im Tschechien-Kader ist. Deswegen spielt er auch, weil dann gibt er mal Power. Babacar ist wahrscheinlich noch nicht drin, den will ich nicht anmeckern. Und was können wir mal noch ändern? Wir haben ja immer noch Hasebe. Hasebe ist ja auch immer noch ein guter Fußballer. Ignjovski spielt gut, Flum spielt nicht allzu gut. Möchte ich nicht wechseln. Paul kommt mal hier als Spielmacher rein. Anstelle von Flum. Flum ja auch mit irgendwie mal guten, mal nicht so guten Leistungen. Der soll ja auch langfristig irgendwann mal ersetzt werden. Schauen wir mal, wie das ohne den klappt. Spielen wir. Und naja, wir spielen mal mit der Taktik hier weiter. Ja, wir spielen mal mit der Taktik weiter. Stendera auch weiter hier. Offensiver Spielmacher angreifen. Das Potenzial dazu hat er. Inui, letztes Spiel. Alles andere als gut. Lassen wir Tommy Orr spielen. Erstes Spiel die Saison. Denke ich mal, kann man mal ein Debüt geben. Wahrscheinlich haben wir uns ein bisschen geschwächt, aber ich hoffe mal, dass die jungen Spieler oder die neuen Spieler da jetzt ein bisschen frisch im Kopf sind und mal Vollgas geben, dass sie dann auch im Kader bleiben. Gerade gegen einen Gegner wie Schalke können die da mal zeigen, was sie drauf haben. Ja, gegnerische Anweisung. Was haben wir denn hier? Huntelaar wahrscheinlich. Ja. Erst ein Tor in der Liga. Choupo-Moting noch gar keins. Meier dafür schon zwei. Boateng mit den Vorlagen. Neuschwitter ist der defensive Part. Goretzka auch ein wunderbarer Mittelfeldspieler. Über die Außen kommen keine Vorlagen bei denen. Also machen wir Folgendes. Huntelaar nehmen wir in die enge Manndeckung und tackeln ihn hart und bringen ihn auf den schwachen Fuß. Meier nehmen wir in die enge Manndeckung, pressen ihn immer, tackeln ihn immer und immer auf den schwachen Fuß. Dann haben wir hier Boateng. Da versuchen wir auch mal immer ruf da, immer weg damit. Dann haben sie nur noch Goretzka rüber. Goretzka hat erst ein Spiel gemacht, aber Goretzka ist stark.
Aber noch einen Spieler so zu decken, oder ja, da lassen wir mal das Pressing weg. Denn ich will nicht auf zu viele Spieler pressen. Das ist nicht sonderlich hilfreich. Dann durch viel Pressing gibt man ja seine defensive Grundeinstellung auf. Sollte ja relativ offensichtlich sein. Wenn man da eben sagt, geh mal dahin pressen, geh mal hier hin pressen, hat man nachher keinen mehr hinten stehen, der eigentlich verteidigt. So, wir waren in der letzten Zeit gut drauf, also geht raus und beeindruckt mich. Ja, die Ansage hat euch nicht beeindruckt, das ist schade. Ich habe aber trotzdem Vertrauen in euch. Das funktioniert nämlich immer. Und bei Cutlag, bei dir habe ich natürlich auch Vertrauen. Dann schauen wir mal, ob unsere Mannschaft das Vertrauen rechtfertigt heute. Tommy Orr, erstes Spiel. Nick Powell, mal wieder im Kader. Frisch auch, ja, was heißt frisch? Relativ neu in der Mannschaft im Vergleich zu dem Rest der Truppe. Dafür mit Cutlag halt wieder da unser altes Gesicht vorne im Sturm. Enge Manndeckung bei Huntelaar führt schon mal dazu, dass der erste Schuss aufs Tor geblockt wird. Ja, und mal schauen, wie das auswärts gegen Frankfurt jetzt hier weiterläuft. Ich sag einfach mal, jeder Punkt, den wir machen, zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht. Ah, der lange Ball nach vorne. Mein Satz vorhin, den ich abgebrochen hatte, ich bin kein Fan davon, diese langen Bälle nach vorne zu schlagen, die erlaufen werden. Zumindest nicht überhastet. Ich bin da doch lieber Trapp mit einer komischen Flugeinlage, anstatt das da einfach abzufangen. Naja. Ja, ich bin lieber ein Fan von Ballbesitzfußball normalerweise. Ist aber halt auch mit bestimmten Mannschaften nicht immer vereinbar. Gelegentlich mal als taktisches Mittel so ein überraschungslanger Ball nach vorne, gerade wenn man schnelle. Was war denn das denn jetzt für ein Gegentor? Ach, Jungs. Da will ich gar nichts zu sagen gerade. Also, tut mir ja leid, dass der da in Ruhe flankt, da sage ich noch, okay, das liegt an der Taktik, weil ich keinen Außenverteidiger habe. Auch wenn Tommy Orda eigentlich ein bisschen verteidigen müsste. Aber was denn da meine Innenverteidiger machen, dass irgendwie. Der Huntelaar macht ja gar nichts bei der Flanke. Dem ist der Ball ja irgendwie gegen den Oberschenkel geprallt und dann ins Tor. Also. Nö. Das geht auf jeden Fall besser. Jetzt Cutlag. Das geht auch besser. Jungs, ihr müsst euch mal am Riemen reißen. Das geht ja gar nicht. Macht mir hier mal eine aggressive. Ne, machen wir mal einen. Nee, was machen wir denn hier? Wir machen mal eine leidenschaftliches Aufmuntern. Immerhin ist es ja. Es ist ja Schalke. Und währenddessen ändern wir mal hier auf unsere, ich nenne sie mal Standardtaktik. Oder sie heißt ja Frankfurt Standard. Oh, Kin Zombie. Immerhin hat Trapp aufgepasst. Goretzka mit der Direktabnahme und immerhin daneben. Also so wirklich gefällt mir das nicht, was ich hier gerade sehe. An dieser Stelle auch mal zu den Gegneranweisungen. Nehmen wir mal bei den Gegneranweisungen löschen wir mal. Unser Co-Trainer, das sind auch so viele. Wir löschen die mal einfach komplett raus. Und lassen die Jungs mal machen. Umstellung der Taktik hat jetzt irgendwie zum Ende der zweiten Halbzeit auch nichts bewirkt.
Dann machen wir jetzt nämlich unsere Taktik Nummer 3, die offensive Taktik sozusagen, ja. Nach dem Motto, wir können eh nichts mehr verlieren. Mal nach vorne schmeißen und schauen, was da abgeht. Nebenbei schaue ich mal hier in die Analyse rein. Was sagen denn unsere Passquoten? Und da sieht man einfach, puh. Bis auf Aigner und Kinzombi müsste ich denn ja eigentlich schon fast alle auswechseln hier, wa? Das ist ja unterirdisch, was hier abgeht. Wie sieht das denn auch aus mit der Taktik? Der Trapp hat im letzten Spiel, habe ich schon gesehen, immer so viele Bälle nach vorne gehauen. Wupp. Kürzere Pässe, bei, ja, eigentlich müsste es doch stimmen. Aber das tut es nicht. Ja, Jungs. Die ersten zwei, drei Spiele gewonnen und schon geht's wieder hier ein bisschen ausruhen. So war das diese Saison nicht gedacht. Bei der Gelegenheit, Ignioski hat schon gelb, bekommt Hasebe auch ein bisschen Spielpraxis. Und das war ein richtig schöner Spielzug von den Schalkern. Irgendwie ist da meine Mannschaft gerade nicht so auf Augenhöhe. Hier, wenn du da schon rausrückst, wer ist es denn gewesen? Strandberg, dann musst du auch tackeln. Oh, defensiv aktuell eine komplette Katastrophe da auf der linken Seite. Verdient sich damit denn jetzt auch mal die Auswechslung? Über die rechte Seite, also unsere rechte Seite, geht nicht allzu viel. Hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen sollen. Weil genau dann so etwas passiert. Aber anscheinend sind wir für die Schalker in diesem Spiel zumindest sowas wie die Wolfsburger sonst für uns war. Inouye nochmal mit dem Schuss, aber den hält Fährmann. Man merkt es vielleicht, ich bin gerade nicht mehr allzu motiviert hier. Oder allzu voller Hoffnung, dieses Spiel zu gewinnen. Aigner, flache Reiner. Ja. Valanta legt sich mal flach. Cutlack bekommt auch keinen Ball an den Fuß. Können wir direkt auch nochmal Babacan ein bisschen Spielzeit geben, dass er sich hier ein bisschen eingewöhnt mit der Mannschaft. Machen wir mal hier noch eine Teamansprache. Irgendwas mit. Wop, kein Druck. Der ist schon lange weg. Den Ball hätte der Trapp mal gehalten und dann war es abseits. Aber vielleicht ja trotzdem gut fürs Selbstbewusstsein. Dafür, dass wir so offensiv stehen, auch nicht wirklich viel mehr Ballbesitz bekommen. Ja, ich glaube, da sieht man halt einfach die Schalker. Viel stärkere Spieler, die individuelle Klasse da. Sam, okay. Den hätte er auch gut reinmachen können. Aber eben, ja, die individuelle Klasse und dazu kommt dann halt einfach noch, dass es ein Auswärtsspiel war, nicht allzu gut für uns. Ja, mit eurer Leistung bin ich nicht zufrieden. Denn auch wenn wir schwächer waren, war die Leistung unterirdisch. Da muss man nicht 3-0 verlieren. Wird uns hier Romero angeboten, einen Stürmer. Wir haben kein Geld. Ja, wir waren machtlos gegen die Schalker. Orr mit seinem Debüt. Babacar noch immer ohne Torerfolg. Was machen wir nach diesem Spieltag? Das Erste, was wir machen, ist bei Cutlack. Spieler bestrafen, schwache Leistung, Warnung aussprechen. Tommy Orr. Spieler verwarnen, letztes Spiel kritisieren. Die Tacklings waren schlecht. Das finde ich zu streng von ihm. Niemand hat in dem Spiel gut verteidigt. Ja, aber niemand schließt dich ein. Ich bin dein Trainer. Mensch.
Was ist denn das für eine Ausrede? Wenn das Team schlecht spielt, darf ich auch schlecht spielen? Wo kommen wir denn dahin? Was hat denn der hier für eine Personalität? Relativ professionell. Ja, du mich auch. Mann, Mann, Mann. Direkt mal hier wieder auf die Bank. Da kann ich ja Sonny Kittel wahrscheinlich noch eher spielen lassen. So, der hat sich jetzt erstmal verscherzt mit mir. Ja. Also irgendwie liefen die beiden letzten Spiele jetzt nicht so toll. Kevin Trapp auch immer mit den viel zu langen Abschüssen hier wieder. Was können wir da denn mal machen? Machen wir mal auf Innenverteidiger abspielen. Da haben wir drei Stück von, ja. Da wird dir sicher wohl mal einer finden. Ich glaube auch, dass das Verteidigen, dass das, was wir hier umgestellt haben, ich glaube, das funktioniert nicht so gut. Wir lassen das lieber wieder so. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Und mit dieser Umstellung werde ich dann jetzt auch mal diese Folge abschließen. Mit dem doch recht traurigen Ergebnis gegen Schalke. Gegen Kaiserslautern sollte dann mal wieder einen Sieg her. Gegen Bayern rechne ich mal wieder ausnahmsweise mit einer Niederlage, überraschenderweise. Und dann die nächsten Spiele, da kann man mal wieder gut Punkte holen. Auf jeden Fall nochmal hier Überblick des Spieltages. Dortmund gewinnt, Wolfsburg unentschieden, Hamburg gewinnt zu Hause. Hamburg kann halt auch ab und zu mal gewinnen. Ja, aber das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Können ja nochmal die Tabelle uns anschauen. Sind mit der Niederlage jetzt immer noch Sechster. Ist immer noch relativ gut, aber jeder Punkt ist wichtig. Man sieht es gerade am Anfang in der Liga. Es ist halt alles noch eng beieinander. Dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch auch weiterhin viel Spaß beim selber spielen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!